Es gibt wieder neue Tauschtokens in FIFA, passend zum neuen Event, nämlich die Winter Wildcard Tokens. Alles Wichtige zu dem Thema erfährst du jetzt in diesem Video. Bevor es losgeht, kannst du jetzt direkt mal ein Like da lassen, um uns zu unterstützen, und lass auch gerne ein Abo da, damit du kein Video mehr von uns verpasst. Das Tokensystem sollte ja mittlerweile klar sein. Das gab es ja schon in den letzten FIFA-Teilen und dieses Jahr auch schon im großen Stil mit den World Cup Tauschtokens. Du kannst hier über verschiedene Aufgaben und SBCs diese grünen Winter Wildcard Tokens bekommen, die du dann bei den SBCs für starke Belohnungen eintauschen kannst. Übrigens, die Tokens gibt es zwar jetzt schon zum Abschließen, das Event an sich mit dem Promo-Team und weiteren SBCs startet aber erst am Freitag. Die Winter Wildcard Tokens kannst du bis zum 6. Januar sammeln, also gar nicht mal so lang. Insgesamt gibt es hier bis zu 25 Tokens, die du sammeln kannst. Wie bekommt man aber jetzt welche? Wie gesagt, zum einen über SBCs. Laut EA bei sogenannten Puzzle Challenges SBCs, aber auch zum Beispiel bei Top-Partien. Hier geht also immer Augen aufhalten, ob sich vielleicht nicht doch irgendwo ein Token versteckt. Aktuell gibt es eine World Cup Team of the Tournament Challenge 1, wo du einen Token abschließen kannst und das sogar recht easy. Natürlich gibt es Tokens aber auch bei den Aufgaben, auch hier sollte man genau hinschauen. Aktuell gibt es hier allerdings noch nichts. Laut der Infonachricht am Anfang wird es aber bei einer Erstbesitz-Fiesta-Aufgabe ein Token geben. Da kommt wahrscheinlich morgen, also am Dienstag, eine neue Aufgabe. Und auch wahrscheinlich dann beim nächsten Silberstar, der müsste dann am Mittwoch rauskommen. Am Freitag, wenn es hier eine neue Spieleraufgabe gibt, gibt es da bestimmt aber auch einen Token zu erspielen. Also auch hier Augen offen halten. Ein Token bekommt man auch, wie immer, direkt, wenn man FIFA startet. Und es wird auch wieder Tokens im Shop geben. Also eigentlich alles so wie gehabt. Wie gesagt, kannst du Tokens sammeln bis zum 6. Januar und eintauschen kannst du sogar ab jetzt schon und bis zum 13. Januar. Hier gibt es zwar gar nicht so viele verschiedene SBCs, aber einige echt interessante und besondere Belohnungen. Darunter auch zwei Winter Wildcard Karten mit Tonali und Trippier. Eine genaue Analyse, was sich hier lohnt und was nicht, schauen wir uns in einem anderen Video an. Wenn es soweit ist, findest du das in der Infokarte. Lass also auf jeden Fall ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Soweit zu den Tokens. Hast du noch Fragen zu dem ganzen System? Wenn ja, dann stell sie uns gerne in den Kommentaren. Wir versuchen wie immer, alles zu beantworten. Lass uns jetzt gerne noch ein Feedback da und wir sehen uns beim nächsten Video.